Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gela und heute bin ich wieder für euch auf dem PTR-Server von Diablo 3 unterwegs und möchte euch hier so die ein oder andere Änderung zeigen, die mit dem letzten PTR-Build aufgespielt wurde. Und dazu starten wir hier gleich mal in einem Tier Drift der Stufe 26. Wie ihr schon sehen könnt, habe ich jetzt hier gerade einen Pack getötet, ein blaues, und es sind diese lila Orbs gespawnt. Das ist nichts Besonderes, das hatte ich ja in dem letzten Video, das ich gemacht hatte, schon gezeigt gehabt. Nur war es bis dahin so, dass nur bei einem gelben Pack 3 Orbs gespawnt sind und bei einem blauen eine. Das hat die Blizzard hier nochmal ein bisschen überarbeitet. Jetzt spawnen anscheinend bei jeglicher Art von Pack, also sprich bei blauen und bei gelben Packs, 3 Orbs, was natürlich Packs noch interessanter macht, weil für jede Orb bekommt man 1% des Balkens hier voll. Also ihr seht diesen lila Balken, das ist ja im Tiered Rift beziehungsweise auch im normalen Rift so, wenn der Balken sich füllt, dann kommt der Rift-Boss. Nur im Tier-Drift hat man ja diese Zeitkomponente noch dabei, wo man dann im Endeffekt schauen muss, dass man gegen diese Zeit arbeitet. Ja, und da sind diese Orbs natürlich Gold wert, wenn man da jedes Mal 1% zusätzlich kriegt, beziehungsweise jetzt durch die 3 Orbs immer 3% zusätzlich. Zumal es mir auch hier vorkam, als ob die Rare-Dichte ein bisschen angehoben worden ist, beziehungsweise nicht nur die Rare-Dichte, sondern insgesamt die Mob-Dichte, wobei sich das jetzt nicht in den ganzen Rifts wieder gespiegelt hat, die ich jetzt mit diesem neuen Patchstand gespielt hatte. Also das war hier schon eins der Rifts, wo man eine extreme Mob-Dichte hat, beziehungsweise damit auch verbundene relativ krasse Rare-Dichte. Ihr seht hier schon, was da an Mobs einfach nur ankommt. Ist schon relativ krass. Wenn ihr jetzt rechts auf den Balken schaut, ich bin sehr, sehr gut in der Zeit hier. Also ist vielleicht gerade mal ein Viertel bis Drittel von der Zeit abgelaufen und ich bin schon bei 80% so in etwa von den Mobs, die ich töten muss, dass der Rift Boss kommt. Aber das liegt hier größtenteils auch daran, dass hier sehr, sehr viele Mobs sind, was natürlich den Build hier unterstützt, den ich spiele, weil solange ich viele Mobs habe, kann ich durchchargen und dann meinen Brocken durchschmeißen und das macht schon sehr, sehr viel aus. Das werdet ihr jetzt zum Beispiel nachher auch bei diesem Rift Boss sehen. Wenn ich dann nur noch einen Mob habe, dann geht überhaupt nichts mehr vom Schaden. Also das ist so ein bisschen der Nachteil von dem Build. Aber sonst ist er eigentlich relativ gut. Und er wurde ja im Endeffekt durch verschiedene Schadenserhöhungen seitens des wütenden Ansturms beziehungsweise des Radius-Pushes von wütenden Ansturm auch nochmal gepusht. Ja, deswegen kann ich den jetzt eigentlich noch mehr empfehlen als schon zuvor. Um nochmal ein bisschen genauer auf wütenden Ansturm einzugehen. Also da wurde ja nicht nur der Schaden erhöht, sondern auch die Charge-Reichweite. Früher waren es, glaube ich, 35 Meter und jetzt wurde es auf 60 Meter erhöht. Und dieser Einschlagkegel, der für einen 15 Meter Radius hatte, wurde auf 20 Meter erhöht, was natürlich dafür sorgt, dass man viel, viel mehr Mobs trifft, dahingehend wieder mehr Schaden macht, wobei der Schaden an sich jetzt nicht so das Wichtige ist, sondern man trifft mehr Mobs und dahingehend erhält man mehr Wut dadurch, beziehungsweise da man mehr Mobs trifft, kann man durch diese Rune, beziehungsweise das Set, da hat man ja alle Runen freigeschalten, dann tut man im Endeffekt den Cooldown schneller abschließen und kann im Endeffekt bei genug Mobs die ganze Zeit durchchargen, was dazu führt, dass man ungemeinen Wutaufbau hat und dementsprechend, wenn man hier mit dieser Barbrocken-Skillung spielt, da die ganze Zeit diesen Brock durchschmeißen kann, wenn man natürlich mehrere Mobs hat. Was ihr hier seht, ich habe jetzt hier einen Mob, da zieht sich das Ganze schon extrem, weil ich natürlich immer auf den vollen CD von meinem Charge warten muss und der auch nur einen Mob trifft, also dann nur eine marginale Menge an Wut erzeugt und dementsprechend das Ganze hier gegen den Rift-Boss doch sich in die Länge zieht. So, schlussendlich geht der Boss dann aber hier doch down und ihr seht gleich schon, hier ploppt die Punktzahl auf, beziehungsweise die Zeit, die ich noch übergehabt hätte für das Rift. Ja, war hier relativ schnell durch, aber jetzt schauen wir uns erstmal den Loot an. Und zwar habe ich hier einen Gift-Gem gekriegt, den kann ich theoretisch auch wieder in den Ring oder in den Hals sockeln, werde ich mir dann aber bei Gelegenheit noch genauer anschauen. So, jetzt wählen wir hier erstmal noch die Auswertung auf. Leider kann ich nach der Aufwertung hier keinen Gem mehr aufwerten, aber das ist nicht sonderlich schlimm. Bin jetzt hier direkt in das nächste Rift gesprungen, das ist jetzt dieses 28er Rift, wo ich eben den Key gekriegt habe. Hier hat es leider von der Zeit knapp nicht gereicht. Ihr seht schon, ich habe gerade den Rift-Boss gelegt, hier war die Mobdichte wesentlich niedriger, das hatte ich ja vorher schon gesagt, dass das hier stark schwankt. Und hier ist es dann so, dass ich kein Rift-Key mehr aufwerten kann, weil ich das Rift
nicht geschafft habe, also nicht in der Zeit geschafft habe. Es war zwar knapp, aber ich habe es nicht geschafft. Aber ich kann dennoch einen Gem aufwerten. Und zwar, ich habe sogar drei Aufwertungen. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich es richtig nicht geschafft habe. Die drei Aufwertungen, die hat man immer beim Gem. Bloß wenn man es halt schafft, dann kann man sich halt aussuchen, ob man dreimal einen Gem aufwertet oder alternativ, ob man sich nochmal einen Rift Key geben lässt und dementsprechend dann einen höheren Rift Key. Habt ihr vorher gesehen, ich bin von 26 auf 28 gesprungen, wobei die Sprünge jetzt nicht mehr sonderlich berauschend sind, wenn man bedenkt, dass ich jetzt gerade, ich weiß nicht, halbe Zeit war es nicht ganz, aber es war schon recht schnell, würde ich jetzt mal behaupten. Dafür habe ich jetzt nur 2 Stufen höher gekriegt. Aber gut, sei es drum. Jetzt beschäftigen wir uns erstmal um das Aufwerten. Und zwar, ihr seht schon, wir haben hier die Gem-Auswahl. Selbst wenn die Gems gesockelt sind, werden sie hier ausgewählt. Ich habe im Moment also 2 Gems hier gesockelt. Einmal ein Sockel, der meinen Schaden von Primärressourcenfähigkeiten erhöht, also den Schaden von Fähigkeiten, die Primärressourcen verbrauchen. Und dann noch einen Gem, der ja einfach den Schaden erhöht, wenn ich einen Elite-Gegner getötet habe, und zwar um eine bestimmte Anzahl an Sekunden. Die wird dann jeweils gesteigert mit der Aufwertung. Gerade gesehen, ich habe jetzt hier dreimal aufwerten können, es hat auch dreimal geklappt. Zu dieser Aufwertchance vielleicht nochmal das ein oder andere zu sagen. Wenn ihr in einem relativ hohen Rift seid, also ich war jetzt hier in 28 und die Gems waren jetzt Level 1, dann hat man eine sehr, sehr hohe Chance, dass man sie aufwerten kann. Die liegt nahezu bei 100%. Umso näher man mit den Gems vom Level an das Rift-Level rankommt, umso geringer wird dementsprechend dann die Chance, dass auch die Aufwertung klappt. Aber dafür hat man ja auch 3 Versuche. Solltet ihr mit eurer Gem-Stufe über der Rift-Stufe sein, zum Beispiel wenn ich jetzt in den 29er Gem hätte, dann wird die Chance mit jedem Rift, das über der, mit jeder Gem-Stufe, die über der Rift-Stufe ist, wird die Chance halbiert. Also sprich, wenn man jetzt irgendwann einen 30er Gem hat und einen 25er Rift da versucht, das aufzuwerten, dann wird die Chance schon ziemlich gering. Also sollte man immer gucken, dass man so weit wie möglich kommt, dass man seine Gems dementsprechend groß aufwerten kann. So, jetzt bin ich hier mal wieder für euch ein bisschen vorangesprungen. Und zwar hier in einen Tier Drift, beziehungsweise an das Ende eines Tier Drifts, um euch zu zeigen, was man so machen kann, wenn man einen Tier Drift schafft und dann dementsprechend nicht den Key aufwertet, sondern wie ich das jetzt hier getan habe, die Gems. Und zwar funktioniert das wie vorhin auch schon. Man hat hier die Auswahlmöglichkeit, kann hier auch wieder 3 Gems aufwerten. Ihr seht schon, ich hatte hier den ersten schon aufgewertet. Es steht auch dran, man hat hier eine 100% Chance. Das liegt einfach wiederum daran, weil ich hier in einem, also was heißt relativ hoch, ich bin im niedrigeren Tier Drift als vorhin, aber natürlich ist die Stufe hier wesentlich höher im Vergleich zu den Gems, die jetzt hier noch relativ low sind. Deswegen habe ich hier eine 100% Chance. Sollten jetzt die Gems zum Beispiel über der Tier Drift Stufe liegen, dann wird die Chance immer geringer und dementsprechend wird es dann auch schwieriger, einen Gem aufzuwerten. Was ihr vielleicht jetzt gerade schon an den Gems gesehen habt, ist es jetzt so, dass sie die Stufenanforderung für den Zweitboni ein bisschen verringert haben, und zwar ein bisschen ist eigentlich gut. Vorher war sie ja auf 200, also der Gem musste Stufe 200 sein, um den Zweitboni freizuschalten, die ja meistens relativ mächtig ist. Und jetzt haben sie das abgesenkt auf die Stufe 25. Zuvor war er, glaube ich, auch schon mal auf 50. Also das ging jetzt, glaube ich, von 50 auf 200, dann jetzt wieder auf 25 runter. Da sind sie sich anscheinend noch nicht so ganz sicher, was sie jetzt eigentlich wollen. Wobei ich glaube, das System, was sie gerade fahren, ist ein recht gutes. Und zwar zielt es wohl darauf ab, dass man die ersten Stufen relativ leicht hochbasteln kann. Also bis 25 kommt man relativ bequem, um den Zweitboni zu bekommen, und ab dann wird es halt schwierig, weil, was ich ja vorhin schon gesagt hatte, umso höher der Stein ist, umso ein höheres Tier Drift-Stufe braucht man auch, um den auch wiederum aufwerten zu können. Und ich denke mal, wenn der Gem im Endeffekt 4, 5 Stufen über der Tier Drift-Stufe ist, dann wird die Aufwertung fast nicht mehr möglich sein. Ob dann auch zu 0% das Ganze ist, weiß ich nicht, aber ich denke mal, das wird dann auf jeden Fall ein sehr niedriger Wert werden. Und dann ein Gem zu erhalten, der Stufe 40, 50 ist, wird dann schon ziemlich, ziemlich schwer, nehme ich an. Ja, so viel dazu. Was ich noch dazu sagen wollte, ich hatte ja eingangs nochmal erwähnt mit dem
älteren Video, beziehungsweise das letzte Video, was ich für Diablo, also den Diablo PTR veröffentlicht hatte, da solltet ihr natürlich dann den Gem-Teil ein bisschen ignorieren, beziehungsweise ja, vielleicht rausnehmen, weil der halt einfach schon wieder jetzt nicht mehr aktuell ist, weil sich die Gem-Mechanik wieder mal geändert hat. Aber den Rest könnt ihr euch gerne anschauen. Da habe ich unter anderem das die Nephilim-Prüfung gezeigt, beziehungsweise auch, was sich an den Waffen geändert hat, beziehungsweise anderen Items. Also das ist, denke ich mal, noch ganz interessant. Das ist auch noch aktuell, nur der Teil mit den Gems, der ist nicht mehr aktuell. Ja, dann denke ich mal, sind wir hier auch schon am Ende von dem Video. Hat mich mal wieder gefreut, dass ihr dabei wart. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben. Wenn ihr mehr von sehen wollt, also ich mache, denke ich mal, auch zum PTR jetzt noch ein paar Videos, dann könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Euer Tilar, bis zum nächsten Mal. Ciao.